Hier sind wir wieder am Löcher stopfen. Das, was wir am besten können. Hier oben funkt es noch. Ich glaube, da könnte noch irgendwo was sein, aber... Da, guck mal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch muss. Das sagt er mir aber eigentlich. 6 Stück. Nein! Nein! An so einem blöden Reil! Ich bin verreckt wegen so einem Pisser am Arm, ey. Okay, ich werde mir gleich einfach Nahrung reindrücken. Danke. Gerade noch geschrieben. Ja, das freut dich, ne? Das freut dich sehr. Ich werde mir gleich einfach einen Nahrungsblock reindrücken. Je mehr Nahrung ich habe, desto schneller regeneriere ich. Eigentlich wollte ich den nicht so wasten, aber besser als den Scheiß gerade, den ich hier mache. Katastrophal. Katastrophal, wie ich mir, wie dumm ich mich anstelle. So, pass auf. Dich schmeiße ich jetzt weg. Dich nehme ich. Dich lösche ich jetzt komplett. Speichern. Titan wird gedroppt. Because of obvious reason. Alter, der hat mit Titan hat mich weggedrückt. Okay. Nahrungsblock. Oh, fallen lassen. Essen natürlich. So, jetzt regeneriert sich mein Leben besser. Bevor wir jetzt ins Wasser springen, werden wir auch nochmal speichern. Zyklopen-Maschinen-Effizienzmodul. Oh, sweet. Scheiß Masochisten. Negativ konditionieren geht mir halt nicht. Ja. Ich sag mal, es gibt die Möglichkeit, wie bei Astroneer, wo du sagst, hey, jedes Mal, wenn du ein Fahrzeug steigst, ne, tu ich speichern. Irgendwie cool. Aber... Alter Vater, woher sollen wir denn ahnen, dass hier im Wasser so ein kleiner Pisser ist? Da ist er. Ich schneide dich die Kehle durch, Drecksfisch. So, machst du das normal? Mach ich voll aus dir. So. Hoffen wir, dass das der letzte war. Vorhin habe ich noch gesagt, wir speichern. So, warte mal. Okay, ich sehe keinen. Speichern. Und jetzt springt mich einer an und ich bin tot. Endlos Loop verkackt. GG. Ah, da ist noch einer. Ihr spuckt es noch Funken. So. Dummes, dumm, dummes, dumm, 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 dumm. Wo kommt ihr? Wo kommt ihr? Wo kommt ihr alle her? Habt ihr kein Zuhause? Die haben es echt auf mich abgesehen. Leck mich. Hier, jetzt scanne ich dich da. Leck muss ich auch noch scannen. Der sagt mir, hier, pass auf. Das Ding musst du verschließen. Ansonsten bleibt die ganze Gegend radioaktiv verstreut. Kenne ich ja schon, das Spielchen. Und eben war kein Schwein von den Viechern da. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. So, wir speichern nochmal. Ich habe mich keinen Bock, dass mir das gleich nochmal passiert. Fünf Lags noch. Der Vorteil ist, man sieht sie recht gut, die Lags. So schlimm ist es nicht. Ich hab gespeichert. Gut, ich hab dich genau gesehen. Du bist vor meiner Nase hergeschwommen. Ich sag's doch, du scheiß Stück, du scheiß Fisch. Mal alle platt. Dann geh alle Sushi rollen. Hier, du bist da, du lebst auch noch. Der jagt nach dem Scheißfisch. Da lebt noch einer. Du lebst doch. Weißt du, da will man die Welt mal retten. So, da schwimmen die. Ich glaube auch immer, dass die... Oh, Sauerstoff. Ich glaube ja, ne, dass die einfach nur bewusstlos sind, nachdem ich ein paar Mal das Messer in den Darm gerammt habe. Warum? Weiß ich nicht. Bin aber nicht geil.
Mach mal heile. Zwei Lecks noch. So, jetzt schau. Hier unten ist noch eins. Ich bin halt lebenstechnisch voll am Arsch. Ich bräuchte mehr Wasser. So, und hier ist das letzte Leck. So, damit dürften wir die Strahlung zumindest schon mal abgestellt haben. Strahlungswerte sinken. Sauber. Damit haben wir das Problem behoben. Geil, ne? Ich glaube, ich will eigentlich drüben noch auf die andere Seite. Moment. Ich glaube, da war auch noch was. Irgendwie habe ich das noch in Erinnerung, dass da was war. Nee. Aber ich meine, ich kann jetzt den Kopf tauschen. Hier. Nein, Strahlung. Und ich sterbe anhand von Strahlung. Ja, die Strahlung sinkt. Stimmt, die ist noch nicht ganz weg. Ich glaube, hier oben war auch nichts mehr, ne? Ne. Ich glaube, wir können jetzt da raus. Und gehen jetzt in den anderen Raum nochmal. Holen uns die Blueprints für Krebs und Co. Und dann verlassen wir den ganzen Kram. So. So, genau. Hier wollten wir lang. Schweißgerät habe ich natürlich jetzt gerade weggepackt. Wo ist es? Da. Verhältnis zu Feuerlöscher. Was würde er nur ohne dich machen? Ich fürchte, ich würde sterben. Das habe ich schon zweimal gemacht. Immer und immer wieder. Genau. Aber jetzt mal kurze Frage. Heißt das Orakeldi oder Orakeldi? Wie spreche ich deinen Namen aus? Das ist für mich noch etwas gewöhnungsbedürftig. Es wäre super, wenn du mir das mal mitteilen könntest. Ah, Medikit. Oh Gott sei Dank, sweet Medikit. Zack. Leben war nie schöner. Batterien. Und Wasser. Wasser habe ich mich auch dringend nötig. Und rein damit. Ach, mein Leben steigt und alles schön. Orakel die? Ah, okay. Ja, weil so stehst davor und sagst, okay, welche Variante? Wie spreche ich es aus? Weil man möchte ja eigentlich den Zuschauer auch nicht mit einer falschen Nick ansprechen. Die Leute haben sich ja Gedanken gemacht beim Nick. War ja bei mir genauso. Ne? Und ich möchte ja auch nicht mit... Oh, ist auch das für eine Batterie. Nehmen wir mal hier wirklich reparieren. Nicht sterben, nicht brennen. Einfach nur reparieren. Sehr schön. Tür öffne dich. Yeah, Baby. Okay, als erstes scannen wir hier mal die Roboter weg. So. Er sagt so, dass ich das freigeschaltet habe. Hier muss ich mir jetzt die ganzen Dinger einmal zurecht scannen. So. Habe ich früher mal das ganze Feuer gelöscht. Brauchst du nicht mehr. Aber gut, ich hatte auch noch extra Flammenwerfer mit. Die kannst du ja sogar basteln. Wow, Feuer. Nee, nicht geil. Hier ist nämlich, glaube ich, das Modul drin. Genau. Das Fragment. Ich glaube, 4 von 4 jetzt. Check. So. Oh Gott, ich brenne. Okay. Und hier wieder einmal hoch. So, wir kommen dann wieder mit dem Schubsgerät. Ganz wichtig, dann brauchen wir den Scheiß nämlich nicht mehr machen. Ernsthaft, speichern. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Schreib ihn hier an. Nee, danke fürs Erinnern. So. Wasser. Guckt euch das gesunde, viele Wasser an. Ah, ein Traum. 20. 30. Immer drauf. So. Hier habe ich das Problem, nämlich, dass da was ist, was ich gerne hätte. Aber ich aufgrund des Feuers nicht vorbeikomme. Irgendwas war hier. Guckt ihr an, die ganzen Mitarbeiter-Dinger. Oh, Einzelbett. Nehme ich. Ich komme hier auf jeden Fall nochmal wieder. Versorgungskiste. Was ist da drin? Wasser. Hm. Okay.
Okay, holen wir später. Ey, stuck nicht. Die Ace, die muss ich mir nachher durchlesen, weil irgendeiner sind Codes drin. Ah, genau, die Taschen. Oh, die waren auch cool. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch was in die Taschen nehmen kann. Und dann die Tasche aufnehmen konnte. Irgendwie habe ich sowas noch in Erinnerung. Ich glaube nicht, ne? Ja, die Taschen holen wir uns auf jeden Fall auch. Ah, oh, Medikit. Oh, sweet. So. Papa ging es nie besser. Noch eine Batterie. Oh, immer her damit. Da bastel ich nachher alles große Batterien draus. So, wir kommen auf jeden Fall wieder. Selbstscan. Mal schauen, wie geht's mir? Infiziert. Läuft. Oh Gott, hier gab's einen Code. In irgendeiner der Logs steht der drin. Naja, wir müssen uns nachher mal die Logs in aller Ruhe durchlesen. Sporttasche voll. Das ist irgendwie ungeil. Ha! Okay, man kommt trotzdem durch. Locked. Und hier gab es auch noch einen Code für. Na, wie gesagt, wir kommen wieder. Auf jeden Fall. Auch mit einem größeren Feuerlöscher. Da gab es hier, nicht noch einen Feuerlöscher im Feuerlöscherraum? Irgendwie habe ich sowas in Erinnerung. Wenn ich den gelöscht habe, hatte ich einen Feuerlöscher. Ich stehe ja so richtig drauf, in Flammen zu stehen, ne? Aber... Alter, wieso bist du nicht aus? Vending Machine! Na, Keks, nein! Konnte irgendwas scannen. Hey, Schnaps! Oh, oh, oh. Einzelwandregal. Wow, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Code. Genau, hier gab es noch einen Feuerlöscher. Ja, nice Feuerlöscher. Die Clamposter, kriegt das rein? Glaube ja. So, jetzt können wir nämlich auch noch ein bisschen löschen. Hier ist Wasser. Ich meine nämlich, wenn das Feuer einmal gelöscht ist, ist es gelöscht. Alter! Das Spiel will mich bewusst, glaube ich, ärgern. Wo? Zum Geier! Wo? Wie kann... Ja, Alter, krass denn raus. Was habe ich drin, was ich nicht brauche? Nein, nein, Schweber. Hm, Schweber, fallen lassen. Ernsthaft? Der Schweber hat mich gerade gebissen? Nee, oder? Schweber kann mich doch nicht beißen. Das teste ich nochmal. Schon sagen. Batterien sammeln wir ein, weil kostenloses Kupfer. So. So, Löschmittel ist alle. Ich glaube, wir hatten hier vorne im Raum nochmal einen weiteren Feuerlöscher, den wir jetzt wegschmeißen und austauschen können. Genau, irgendwas war da. Feuerlöscher einsacken. Und wir spielen Feuerwehrmann. Wollen wir das gespielt? Komm, wir spielen erstmal hier Feuerwehrmann. Ist ja nur Strom. So. Ist hier Ruhe im Schacht? Gut. Schweber, ich raff's immer noch nicht, wie die mir Damage machen konnten, aber okay. So, die Loks haben wir nachher. Wir kommen ja, wie gesagt, hier auf jeden Fall nochmal wieder. Schwören können, ich könnte hier noch was scannen. Nahrung.
Nicht rammvoll. Also wir werden nachher schön genug Nahrung haben. Dann wird es also nicht legen. So, zurück nach Hause. Speichern. Schwert in die Hand. Schwert. Messerchen. Schwert ist gut. So. Und oben rum wieder raus. Nee, fick dich. Infiziertes Stück. Genau, hier kann ich nicht schön hoch. Weiß ich noch. Aber das Springen habe ich irgendwie besser in Erinnerung. So. Jetzt geht's nach Hause. Dann schmeißen wir nämlich alles raus. Bauen uns dieses lustige Schubsgerät. Und verziehen uns wieder. Also kommen hin, gehen von hinten rein, öffnen mit den Klingen alle Codes. Und dann werden wir diese Dinger auch los. Die geben nämlich leider die Springer ziemlich auf die Nüsse. Ich muss gerade schauen, wie war das? Hier oben, ne? So, hier ist das Wasser. Und da ist meine Motte. So, und jetzt das Wichtigste von allen. Die Motte hat nämlich ein Modul. Seht ihr das? Erweiterungsmodul ansehen. So, und hier, meine Freunde, stecken wir erstmal rein. Seemottentiefenmodul 1. Und, was ich direkt gedroppt habe, ich Idiot. Und hier, ein Frachtraum. Es ist ein gottverdammter Frachtraum. Anlegen. So, jetzt kommt das Ding bis 300 Meter. Und im Frachtraum, oh Gott, da passen Sachen rein. Guckt euch das an. Da geht auch immer nachher eine schöne Batterie mit rein. So, jetzt nehmen wir erstmal Motti und fahren mit Motti nach Hause, weil wir kommen wieder. Aber erstmal, kann ich jetzt die Strahlung eigentlich ausziehen? Schau mal gerade. Na, noch nicht. Das braucht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, aber es braucht ein bisschen. Wow. Nee, bleib mal weg. Braucht ein bisschen, bis die Strahlung abgebaut ist. Wie lange weiß ich nicht mehr, wie viele Tage. Wäre nicht meckern, ne? Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gerade mal klopfen. Diamanten. Lithium. Salz nehmen wir auch noch mit. Haben wir noch was? Da ist noch einer. Geil. Was ist das eigentlich? Ja, ich verpiss mich jetzt schon. Ist okay, schrei mich nicht an. Ich habe auch Gefühle. Wir verziehen uns ja sowieso. Hier, der schöne Mushroom Forest. Eigentlich brauche ich meine Base auch gar nicht mehr marken. Durch die Augen, die ich habe. Durch die Kamera. Ist das eigentlich tiefenentspannt geworden? Kann ich den Beacon auf jeden Fall mal mitnehmen? Guckt euch diese Schönheit an hier. What? Wenn ich mich recht entsinne, konnte ich die Dinger aber hier... Weil ich die nicht mehr hier? Sag ich doch Baumgel. Baumegel oder sowas. Irgendwas war das doch. Irgendwas war damit. Ich finde die Gestaltung des Planeten, ne? Ohne Scheiß, so unfassbar hübsch. So ein Seemottenfragment. Schweber. Ist die Kapsel 6. Ich entsinne mich noch sehr gut. Als wir noch sehr jung waren, waren wir auch schon mal hier. Hier ist ein hässliches Wrack, in dem ich nie weiterkam. Ach, warte mal. Wir haben ja, liebe Freunde, wir haben ja, ganz wichtig. Wo ist er? Da. So. Damit wir das auch gar nicht so schnell vergessen. Wrack.
Wrack. So. Ha! So, den finden wir jetzt immer wieder. Oh, Motti kann ich von oben betreten. Sehr schön. Wechsel das Atemgerät. Auch eine kluge Wahl. Im Moment brauche ich es noch nicht. Also, es macht ja in der Motte nicht viel aus. Ne? Später auf jeden Fall. Und wir tragen ja auch, wir arbeiten ja uns darauf hin, dass wir den radioaktiven Schutzanzug nicht mehr brauchen. Darum haben wir das Ganze ja verschlossen. Damit wir uns demnächst auch den ganzen Scheiß nähern können, ohne immer die ganze Zeit diesen radioaktiven Anzug zu tragen. Aber das war richtig gut, ne? Meine Motte kann jetzt 300 Meter, das seht ihr da oben. Sie hat eine Lagerfläche. Und die Aurora gehen wir auf jeden Fall nochmal rein, weil da waren bestimmt noch gefühlt 50.000 Sachen. Wir müssen nur dieses Schubsgerät jetzt endlich bauen. Dann können wir auch von hinten rein. Ihr wisst, wie ich es meine. Guck mal, ist echt ein geiler Platz für eine Base, oder? Schon irgendwie hübsch. Motti freut sich einen Keks. Endlich wieder zu Hause. So. Frachtraum öffnen. Ach, herrlich. Alles rein da. Was habe ich denn hier drin, was ich nicht brauche? Hier, Feuerlöscher. Motti, Feuerlöscher. Welcome aboard, Captain. So, was habe ich denn alles in der Tasche? Lithium habe ich hier. Habe ich schon einen Spind mit Lithium? Ja. Diamant und Lithium. Ach, sauber. So, Lithium, Salzablagerung. Habe ich Quarz und Gold. Gold, warte mal, Gold und Silber geht hier erstmal hin. Gold, Silber, Quarz, Batterien, Nahrung. Nahrung, oh, hier ist noch Titan drin. Weißt du was, wir bauen uns einfach einen Nahrungssprint. So, wo habe ich es denn hier? Da ist das Bautool. Ja, und das verstehe ich nicht. Weil eigentlich müsstest du doch ohne Probleme hier noch rangehen. Warum er jetzt zickt, weiß ich nicht. Ne, weil auch komisch. Hier kriege ich die Reihe voll, aber hier kriege ich nur drei hin. Ich will jetzt ja nicht groß meckern, aber es ist halt trotzdem komisch. Food. Den müssen wir auf jeden Fall vor Kitty verstecken. Fort, Alter. Den müssen wir auf jeden Fall vor Kitty verstecken, weil die futtert nämlich alles weg. So, Nahrung. Hey, geil. Außerdem habe ich Poster. Warte mal. Wir können es noch mal ein bisschen schöner machen. Hier ein bisschen Poster, weil ist ja heimisch und sehr süß. Habe ich hier noch? Noch. Ah, genau. Hier, komm. Ah, mal hier einen Zwischengang. Warum nicht? Ist ja hübsch. Hier, Demo. Dann habe ich Batterien. Was? Batterien. Ja. Aber sind da nicht nur drei drin? Wenn ich da die vierte reinstecke, passt das doch. Eine kann ich wieder nehmen. So. Die ist zwar voll, aber das ist egal. Es geht ums Prinzip, dass da immer vier drin sind. So, das habe ich. Dann habe ich noch die Schweber- und Zyklopenmodul. Nö. Habe ich das? Passt. Bautool. Wir wollten als nächstes bauen die Knarre, ne? Damit ich schubsen kann. Bin ich recht sicher, dass das der Plan war. Kabelsatz, Batterie, Titan. Was brauche ich für einen Kabelsatz? Zwei Silber. Alles klar, das können wir sogar bauen. Ja. Zwei Silber, eine Batterie. Ich will mal Escape drücken.
Warum sage ich Batterien und Titan hatten wir eben noch, ne? Ich glaube, hier war eben noch Titan irgendwo drin. Okay. Hatte ich in einer Spinne noch Titan? Bin ich doof? Also außer im Titanbehälter. So. Ein Kabelsatz. Lager die vollen ein und die leeren laden lassen. Ja, ja, genau. Das ist immer der Plan. So habe ich das vorgehabt. So. Eine Schubkanone brauchen wir jetzt. Die brauchen wir tatsächlich, um da weiterzukommen. An der einen Stelle, an der es eben gehakt hat. Feuerlöscher. Nehme ich noch einen mit. Warum habe ich das Titan mitgenommen? So. Und... machen wir mal gerade die Batterien leer. Anlegen, 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 anlegen. Alle anderen sind voll. Zack. Zack. Sehr schön. Die laden, Strom wird genutzt. Wir brauchten noch Diamanten. Wofür brauchten wir noch Diamanten? Wir wollten irgendwas Dringendes, Wichtiges bauen. War das das erweiterte Ding? Genau. Computerchip, Titan, Blei. Brauche ich noch meinen Computerchip? Das war auch irgendwas Dreckig-Lästiges, das weiß ich immer. Tischkorallen, Gold, Kupferdraht. Also Kupfer, Gold, Kupfer, zwei Stück, Gold... und Tischkorallen, was ja in dem Sinne Organik wäre. Also ich glaube hier. Ja. So. Erstes kommt der Kupferdraht. Und Computerchip. Weil die Verbesserungsstation würde nämlich bedeuten, dass ich bei mir... wo habe ich sie? Da. Titan, Diamant, Blei. Und Diamant, Titan, 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 Diamant, Blei, Blei, da. Habe ich übrigens aktuell auch ein bisschen wenig. Wo habe ich Titan untergebracht? Oder beziehungsweise Diamant. Diamant? Da. So. Stelle ich mir erstmal... kann sie ja jederzeit umschubsen, so ist ja nicht. Erstmal stelle ich sie mir dahin. Weil das Wichtige an der Modifizierungsstation ist, hier kann ich, wenn ich mich recht entsinne, seht ihr das hier? Oh, 4 Lithium. Guck mal, dafür brauche ich Lithium. Wie viel habe ich davon? Ich hoffe, ich habe genug eingesammelt. Nee. Alles klar. 3, 4 Lithium haben wir ohne Ende. So. Und hier war, glaube ich, auch noch das Gewebe gefordert. Und das kommt rein, das kommt rein. Schauen wir mal gerade. So, machen wir erstmal mit ultra hoher Kapazität. Ach, ist das geil. Guckt euch meinen Sauerstoffvorrat an. Schon geil. Okay, Schwimmflossen brauche ich, Silikongummi und Titan. Auch noch Silikongummi. Ihr kennt das Geräusch. Kein schönes. Denn das bedeutet, dass wir wieder durch sind. Ich muss gerade schauen, wegen Silikongummi brauche ich zweimal die gelben Dinger. Machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.